Eigentlich werden Florian Winter und André Matthäus zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Verkehrsunfall an der genannten Adresse hat jedoch zunächst Priorität. Junge Frau! Ist Ihnen was passiert? Verdammt. Hui, junge Frau. Oh Gott, dass du mir so leid. Alles gut. Passiert, sag mal. Was ist los? Sind Sie verletzt? Ah, nee, ich konnte mich gerade noch mit dem Sprung hier in Sicherheit bringen. Okay. Das Arschloch mit der Karre hier, ja. Was ist denn passiert? Wer war denn der Fahrer? Ja, habe ich nicht genau gesehen. Ich hatte einen Bruchteil von einer Sekunde. Okay. Um was mitzukriegen, also. Alles klar. Kann ich nicht sagen, ja. Aber Sie brauchen keinen Krankenwagen. Nee, also. Was ist denn passiert? Sie ist erst vom Fahrzeug angefahren worden. Ja, sind Sie Moment, ganz ruhig. Sind Sie angefahren worden? Ich habe mich noch retten können beim Sprung hier. Okay, brauchen Sie eine Feuerwehr oder so? Sind Sie verletzt? Ich brauche nicht. Also es war keine Absicht, ich habe einfach die Kontrolle verloren. Da war irgendwie ein Fisch im Auto und... Sie sind die Fahrerin? Ja, ich bin gefahren. In Latschen? Ich bin so schnell aus dem Haus. Gesundheit. Ich komme gerade aus der Dusche. Ich frage noch mal kurz nach, wer der Melder war, weil vielleicht... Haben Sie irgendwie Arnold für den... Nein. 30. Frag aber bitte nach, wer der Melder hier ist. Weil wir haben hier wo ist denn der Autoschlüssel von dem Wagen? Hier ist eine junge Frau, die Nachthemd. Und Sie wollen gefahren sein? Ja, ist Ihnen was passiert? Also es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe Sie wirklich nicht gesehen. Die Geschichte der Frau ist erlogen. Das steht für die erfahrenen Beamten sofort fest. Florian Winter erhöht den Druck auf die angebliche Unfallfahrerin, um ihr die Wahrheit zu entlocken. Aber jetzt mal ganz kurz zusammenfassend. Wir müssen das jetzt mal irgendwie auseinanderdröseln. Sie sagen, Sie sind den Wagen gefahren. In der Beifahrertüre eingeklemmt ist noch mal ein Bademantel, der von Ihnen ist. Wie funktioniert das? Und der Sitz ist so weit nach hinten gestellt, dass Sie gar nicht fahren können. So klein wie Sie sind. Das ist meine Tochter, die kann bezeugen, dass es mein Auto ist. Ja, das glaube ich Ihnen, ja. Und was haben Sie hier? Was ist denn hier los? Warum bist du hier so leicht bekleidet? Ach, und was macht das? Und was macht das alles in deinem Auto? Schön, du trinkst schön überhaupt Whisky? Gar nicht. Nein, ich trinke normalerweise keinen Alkohol. Das war eigentlich ein Geschenk für Nachbarn. Haben Sie eine offene Flasche? Es war einfach, ich habe das getrunken, ja. Sie haben getrunken. Hauchen Sie mal bitte. Du trinkst doch überhaupt gar keinen Alkohol. Also, Sie haben nichts getrunken. Kannst du mir mal bitte aufklären, was hier jetzt los ist? Wer sind Sie denn? Ich habe vergessen, den Lottoschein abzugeben. Wir müssen mal ganz kurz hier ein bisschen Ordnung halten. Wer sind Sie denn jetzt? Ich bin die Tochter. Sie sind die Tochter. Frau auch Weißkohl. Genau. Die Nervosität der angeblichen Fahrerin steigt von Sekunde zu Sekunde. Während sie sich immer mehr in Widersprüche verstrickt, wird das Gespräch von lauten Schreien unterbrochen. Haben Sie sich vielleicht im Haus irgendwie gestritten mit irgendeiner Person, dass Sie ihn vielleicht um Hilfe gerufen haben oder so? Also ich habe nicht um Hilfe gerufen. Ich hatte tatsächlich einen kleinen Streit mit meinem Sohn, aber nichts Besonderes. Moment, ganz ruhig. Keine Ahnung. Mal kurz, ganz kurz Ruhe. Nein, das ist Schreierei, ne? Hast du was gehört, ne? Ja. Mama, sag mir jetzt bitte, was hier los ist. Nichts. Das ist alles nur ein Missverständnis. Ich sehe, dass das hier ein Missverständnis ist. Da steht. Bleiben Sie mal kurz hier, bitte. Wir kommen gleich wieder. Ruft jemand um Hilfe? Also es ist doch ein anderer Fall wahrscheinlich, oder wie? Ja, das wäre aber jetzt ein ganz komischer Zufall. Ist ja gut. Polizei? Hallo. Hey, bleiben Sie mal hier. Was ist denn hier los? Wer sind Sie? Hier ist einfach in meinem Garten. Haben Sie angerufen? Und Polizei angerufen? Was ist denn hier los? Ganz kurz. Was machst du denn hier? Jetzt sag mich. Mama, mein Sohn. Komm, Felix, wir gehen nach Hause. Nee, wir gehen nicht nach Hause. Lass mich in Ruhe. Wir haben eine ziemliche Fahne. Warum hast du so viel getrunken? Ich hab er trinkt normalerweise nie Alkohol. Was ist denn hier passiert? Ist ja irgendwie. Was ist los? Nichts ist los. Ich sehe, dass nichts los ist. Mama steht hier in einem Aufzug. Du bist total betrunken. Jetzt sag mir doch mal bitte, wollt ihr mich verarschen? Ganz kurz, ich habe so ein bisschen dazu. Ja, ich weiß auch schon. Er hat nämlich da drin. Der ist auch groß, der sitzt. Er kommt aus der Ecke rausgerannt. Ich habe das Gefühl, dass er der Fahrer ist. Der ist richtig, der ist total voll. Ich hole mal eben den Alkohol. Wollen wir nicht zu ihm im Auto gehen? Oder können wir auch zum Auto? Ja, dann nehmen wir ihn mal mit. Wir lassen Sie mal in Ruhe. Machen Sie die Anzeige, dass er hier auf dem Gelände war? Ja, ich würde gerne eine Anzeige machen. Wollen Sie eine Anzeige machen oder wollen wir ihn mitnehmen? Ja, das ist mein Haus. Ja, nur es geht doch gar
Ja, das interessiert mich. Das interessiert mich aber nicht. Das ist mein Haus. Dann kommen wir gleich zu ihm wieder zurück und holen die Personalien. Wir gehen erstmal mit den Herren kurz runter. Auf dem Weg zum Auto betont die Mutter des offensichtlich stark alkoholisierten jungen Mannes stetig dessen Unschuld. Die Beamten haben jedoch genug Lügen gehört. Setzen Sie sich mal bitte hier hin. Gut. So. Mein Sohn trinkt sonst nie. Wir haben zu Hause absolut. So, jetzt möchte ich mal jetzt ganz kurz was eruieren, was wir uns nämlich beide denken. Und zwar, Ihr Sohn, mit dem haben sich vorher gestritten, haben Sie selber gesagt. Ja, aber dann sind Sie aus dem Haus gelaufen in dieser Bekleidung. Das Auto ist, der Autositz ist genau so eingestellt, dass ein großer Mensch das Auto gefahren ist. Ne? Also Sie sind das Auto gar nicht gefahren. Und der im Beifahrersitz ist eine Whiskyflasche angefahren und er hat hier eine Fahne wie... Als ob er gerade die... Ich habe keine Fahne. Was macht die eigentlich hier? Das ist doch alles... Das ist Ihre Mutter. Oder wen meinen Sie jetzt? Warum redest du so? Hier, der hat Alkohol drin. Ja, außerdem trinkst du nie so viel. Deswegen weiß er auch jetzt gar nicht, was... Jetzt sag mir doch, was los ist. Ich möchte jetzt gerne wissen, was los ist. Was habt ihr denn? Warum habt ihr euch gestritten? Wir haben uns nicht gestritten, weißt du was? Das war ein Missverständnis. Nix Missverständnis. Ich bin nach Hause gekommen, weil ich so einen blöden Impfpass suchen wollte. Und was habe ich gefunden? So eine Scheiße hier. Geburtsurkunde. Wer bist du? Was für eine Geburtsurkunde? Das ist nicht unsere Mutter. Ich auf der Kind, Hose, ganz kurz. Kind Weißkohl, Felix männlich. Mutter Weißkohl, Sandra. Das ist alles Kacke hier, ey. Bleiben Sie mal sitzen. Mama, wer ist Sandra? Sandra sind Sie nicht. Sie hatten uns eben Ihre Personalien mitgeteilt. Was hat das zu bedeuten? Vater Frank, was ist hier los? Erzähl uns, was los ist. Wer ist Sandra? Sandra ist meine Tochter. Es tut mir so leid, aber ich wollte nur, dass ihr nicht mit dieser Belastung aufwachst. Sandra ist meine Tochter. Ich bin die Großmutter. Eigentlich, aber... Ach, das heißt, Sie sind die Großmutter und haben sich als Mutter ausgegeben. Meine Tochter, nicht meine Mutter? Meine Tochter ist sehr früh verstorben. Sie war schwer drogenabhängig und alkoholsüchtig. Deswegen bin ich auch so absolut dagegen, dass ihr was trinkt. Und ich wollte nicht, dass die Kinder... Ganz kurz. Auch bei der 2 Jahre älteren Schwester handelt es sich nicht um die leibliche Tochter, sondern um die Enkelin. Diese Erkenntnis ist für die Geschwister schwer zu verarbeiten. Viele Fragen sind offen. Warum hast du uns das denn nicht schon früher erzählt? Ja, weil dann irgendwann auch nicht mehr den Zeitpunkt gefunden, das Ganze aufzuklären. Aber ich dachte, für euch ist es besser, ganz normal aufzuwachsen und nichts von dieser Belastung zu wissen. Das ist schon schwer, wenn sie die aufgenommen hat. Wenn sie, ihre Oma hat die beide jetzt als richtige Kinder quasi aufgezogen. Und dann muss man natürlich ein bestimmtes Alter abwarten, damit man die Kinder aufklärt. Und wenn man das verpasst und auch Angst davor hat, wie die Kinder reagieren, wie jetzt in diesem Falle, sagt man das natürlich nicht. Ich meine, sie hat die bestimmt mit der gleichen Liebe großgezogen, wie das ihre richtige Mutter getan hätte. Ne? Da auch alle verwandt. Ist ja nicht so, dass sie jetzt eine wildfremde Person ist. Freiwilliger Atemalkoholtest. Sandra war schon mit 13 schwer drogenabhängig. Also, muss ja jetzt sein. Sind Sie jetzt gefahren? Steht der Verdacht im Raum, dass Sie hier eine Trunkenheitsfahrt hingelegt haben. Wir vermuten, dass Sie das Fahrzeug da vorne geführt haben. Ist das richtig? Sie müssen sich dazu nicht äußern. Sie sind hier beschuldigt an einem Strafverfahren. Dann sage ich gar nichts. Okay. Dementsprechend freiwilliger Atemalkoholtest kann ich Ihnen anbieten. Sie müssten gleich sowieso mit zur Wache kommen. Also den können Sie sonst reinstecken. Das ist doch alles... Okay. Wer ist also wollen Sie nicht? Nee. Okay. Mein Sohn ist gefahren, aber er trinkt sonst wirklich nie. Deswegen, er verträgt keinen Alkohol und es war eine wirkliche Ausnahmesituation. Wir müssen ihn aber jetzt trotzdem mit zur Wache nehmen. Auch wenn wirklich diese Umstände jetzt hier sehr komplex sind, auch sehr bedauerlich. Aber wir müssen ihn trotzdem mitnehmen. Aber es ist ja gar nichts passiert. Ja, nichtsdestotrotz, er ist betrunken Auto gefahren, das stellt eine Straftat dar und dementsprechend müssen wir ihm Blut abnehmen lassen. Was passiert dann? Das Strafverfahren wird eingeleitet. Ne? Er kommt wieder nach Hause. Die junge Frau hat weitaus mehr Verständnis für die Beweggründe ihrer Großmutter als ihr jüngerer Bruder. Der 17-Jährige ist mit der Situation weiterhin völlig überfordert. Ich meine, Sie sollten sich vielleicht erstmal, Sie kommen jetzt oder so mit und danach legen Sie sich erstmal hin, schlafen eine Runde und dann reden Sie mit Ihrer Schwester über den ganzen Vorfall und dann... Es wäre ja auch nicht besser gewesen, wenn Sie ins Heim gekommen wären. So hat Ihre Großmutter Sie aufgenommen und Sie quasi wie eine Mutter großgezogen. Das ist, andere Möglichkeit wäre gewesen, Sie kommen in ein Heim und werden dann eventuell auch noch getrennt voneinander vermittelt und hätten Ihre Schwester auch gar nicht kennengelernt und auch Ihre Großmutter, die jetzt wie eine Mutter für Sie ist, gar nicht kennengelernt. Und Ihre Großmutter hätte Sie gar nicht aufklären können, wann denn? Als Sie 1 Jahr alt waren, geht da gar nicht. Was erwarten Sie denn, dass Sie pünktlich zum 18. Geburtstag die Mitteilung kriegen und gesagt bekommen, hey, ich bin gar nicht deine leibliche Mutter, sondern nur deine leibliche Großmutter?
Meine Opa nicht weiß sagen, ich weiß ja auch nicht, aber wenn es alles Opa mal versperren. Sie haben Ruhe gleich. Wie kommen Sie? Sie fahren ja nämlich mit uns zur Wache und dann haben Sie nämlich erstmal ein bisschen Ruhe. Okay? Haben Sie einen Führerschein? Eigentlich? Oder kommt noch Fahren ohne Führerschein dazu? Ich äußere mich hier gar nicht. Na, das müssen Sie schon sagen. Ich meine, kriegen wir eh raus. Dann Führerschein? Hat keinen Führerschein. Nehmen Sie mal bitte da hinten in der Ecke Platz. Kann Ihnen auch keiner weggenommen werden, ist vielleicht noch besser. Tragische Fälle wie diese gehen auch an den erfahrenen Beamten nicht spurlos vorbei. Florian Winter ist tief betroffen vom Schicksal der Familie. Eine Ärztin auch. Ja, eine Situation, also die ist nicht alltäglich, auch für uns nicht. Ne? Also das ist, kein Stress müssen wir schon zweimal geht hingucken. Aber ja, Sie, ich denke nicht, dass man Ihnen einen großen Vorwurf machen kann. Ne? Haben Sie einen Führerschein? Ja, wäre es besser gewesen, von Anfang an die Wahrheit zu sagen. Aber wie gesagt, meine Tochter war ja mit 13 schon schwer drogenabhängig. Und ich denke, diese Kette, das wäre vielleicht so weitergegangen. Dann wären die beiden vielleicht genauso. Es hätte ja nichts an der Situation an sich geändert. Ne? Naja, aber wenn man als Kind schon weiß, dass beide Eltern sich mit 17 in den goldenen Schuss gesetzt haben, mit welcher Last wächst man dann auf? Wir machen jetzt wie folgt. Wir müssen ihn ja mitnehmen, machen Blutentnahme, danach wird er entlassen. Sie gehen jetzt erstmal in die Wohnung, beruhigen sich. Ihre Tochter hat einen Führerschein, die fährt, nachdem sie zur Wohnung gebracht hat, mit ihrem Auto zur Polizeiwache zu uns und holt ihren Bruder ab. Und dann kann erstmal ihr Bruder mit seiner Schwester reden und dann können sie sich alles untereinander durchfummeln. Ja? Ja. Wir können Ihnen nicht mehr Personalien auf, da wird man den Hausfriedensbruch Anzeige schreiben. Eine Familientherapie soll den Geschwistern helfen, die neue Situation zu verkraften.